Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Das hat man ja eben im Odin war shoppen Video schon gesehen im Hintergrund. Wie ihr das hier so seht, sieht aus wie so ein Roboter. Ja. Das werden wir jetzt auspacken. Da habe ich eine Anfrage gekriegt von Graver Star. Sieht man das? Die haben einen Bluetooth-Lautsprecher in einer ganz anderen Art und Weise gemacht. Also es ist ein normaler Bluetooth-Lautsprecher an sich, ja. Aber nicht vergleichbar mit Bluetooth-Lautsprechern, die ihr kennt, die auf dem Markt sind. Das, was ihr seht, hat damit viel zu tun. So, ich richte euch mal runter. Ich will nicht so viel versprechen und euch auf die Folter spannen. Ihr werdet das gleich sehen. Also ich habe Bilder gesehen und da haben sie mich angefragt, ob ich das vielleicht meiner Community zeigen möchte, ob ich da interessiert dran bin. Und ja, ich dachte eigentlich, naja, Bluetooth-Lautsprecher, naja. Und dann habe ich mir die Webseite mal angeguckt und ich habe den gesehen. Also ihr werdet hier auch Hashtag irgendwo Werbung, also hier oben in der Ecke irgendwo steht Werbung dann drin, logischerweise. Weil es, also Werbevideo, ist ja nach dem geltenden Recht so, ich muss jetzt nicht Dauerwerbung oder irgendwas, Werbevideo reicht aus. Laut Landesmedienanstalt, wenn ich das Produkt gesponsert bekommen habe, egal ob ich es behalten darf oder nicht. Also auch wenn ihr manchmal Videos seht, wo Werbevideo steht, das heißt nicht, dass ich es behalten darf. Das ist halt Pflicht, dass das drin ist, weil ich das Produkt zur Verfügung gestellt gekriegt habe und weil das Video im größten Teil um dieses Produkt geht. Wenn ich es nur kurz drin halten würde, reicht Produktplatzierung, aber weil das Video ja komplett über diesen Lautsprecher geht, ja, so, fangen wir erstmal an. So, hier fangen wir auch schon mal an. Da haben wir dann hier oben das Heft. So, und dann haben wir jetzt hier so eine ganz dicke Matte, damit es auch ja geschützt ist. Das können wir rausnehmen. So. Und da unten ist dann nichts weiter drin. So. Ich muss jetzt mal gucken, wo hier vorne und wo hier hinten ist. Ich glaube, das ist vorne. Nee, das ist vorne. So. Und dann haben wir hier noch ein Kabel mit bei. Sogar ein USB-C-Kabel für schnelles Laden, was ich sehr geil finde, das wusste ich vorher gar nicht. Und ein Klinkenkabel, um es anzuschließen. Und das ist die Bluetooth-Box. Wartet mal, ich mache euch das mal ein bisschen schöner. So. Also wenn das nicht geil ist, also ich weiß auch nicht, Leute, aber wenn das nicht geil ist, da werden wir auch gleich ein Hardware-Video drüber machen, da werde ich es erst einmal anschließen. Also wenn das nicht geil ist, sieht das nicht aus wie so eine Drohne oder so ein Roboter oder so? Ich drehe euch das nochmal, wir gucken uns das in einem Hardware-Video nochmal ganz genau an. Also ich finde es geil und jetzt wisst ihr auch, warum ich das Ding einfach haben musste. Es ging nicht anders. Also die Füße sind nicht verstellbar, nur das hier unten. Okay, da können wir das dann so machen. Zack. Also ich muss das einfach haben, wenn das nicht geil ist. Alleine, wenn man, nicht mal wenn man es als Bluetooth-Box benutzen will. Einfach nur so, für einen Schrank zum Hinstellen. Sieht das Ding nicht einfach geil aus. So, kann man hier was machen? Nee. So, dann würde ich jetzt auch sagen, wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder. Ich bin schon ganz gespannt. Wie gesagt, es ist ein Bluetooth-Lautsprecher und da ist auch Licht mit bei noch. Also laut Bildern, also ich bin mal gespannt. Ich hoffe, der Akku ist relativ voll, dass wir wenigstens mal kurz durchtesten können. Und ich werde es ja dann noch weiter testen. Und ja, wir sehen uns gleich im Hardware-Video. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Ich mache es nochmal so zur Seite so ein bisschen, damit ihr es halt so ein bisschen seht. Ja, a Däumchen wäre a Träumchen, wie gesagt. Ich hoffe, ihr hat euch gefallen, der kurze Unboxing. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Haut rein. Ahoi.
Sagt euer Odin.